Vorab natürlich wieder ein fettes Dankeschön an EA, dass ich den ganzen Season 11 Stuff vorab schon testen durfte. Und damit fangen wir direkt an. Die Care Package Waffe, die meisten von euch wissen es sicherlich schon. Es ist die G7, die jetzt ab Season 11 in dem Care Package ist. Und bevor ich überhaupt loslege, vergesst nicht, meinen Drittkanal, der Apex Inspector, zu abonnieren. Mittlerweile habe ich dort um die 10 Videos circa vorbereitet, allesamt Season 11 Stuff. Einiges davon ist auch nicht auf diesem Kanal zu finden, immer so Shortclips, ein bisschen was Längeres, das meiste ist aber relativ kurz. Und wir legen direkt jetzt mal mit der G7, wie gesagt, los. Ich drücke jetzt hier einfach mal auf Play und zeige euch hier ein bisschen was. Wie gesagt, die G7 tauscht den Platz mit der Triple Take. Die G7 ist ausgerüstet standardmäßig mit einem Zweifach-Vierfach-Visier. Wie ihr sehen könnt, ist es auch hier so, dass wir das Visier runterdroppen können und können ein anderes Visier drauf machen. Die Triple Take, hatte ich das gesagt, ist raus und ist jetzt wieder eine normale Waffe. Hier, ihr seht die G7 haut ultra stark rein und was ich glaube, guckt euch die Feuerrate an. Ich habe das Gefühl, da ich hier aktuell zur Zeit der Aufnahme die Patchnotes noch nicht hatte, ich glaube, dass die Feuerrate im Einzelschussmodus erhöht wurde. Das ist extrem heftig. Natürlich hat die Waffe auch noch ein goldenes Magazin am Start. Und übrigens von der Präzision her, Grundschaden übrigens auf die Beine 27, Körpertreffer 36 und auf den Kopf, 63. Das ist echt sehr, sehr heftig, wie ich finde. Ich vermisse die Waffe jetzt schon und ich war geschockt, als ich erfahren habe, dass diese Waffe ins Care Package landet, weil es ist meine absolute Favorite-Waffe. Ohne diese Waffe bin ich eine absolute Null. Muss ich einfach mal so sagen, das ist meine Lieblingswaffe auf mittlere Distanz. Und hier vergleiche ich einfach mal den Schaden auch natürlich mit dem Cover von Rampart. Ist sehr interessant. Ich mache es auch gleich nochmal einzeln. Schuss auf die Beine und dann ins Cover auf die Beine. Hier merkt man sich die ganzen Sachen nicht so ganz genau. Achso, übrigens, die Triple Take ist jetzt keine Sniper mehr, sondern wieder eine. Also ist jetzt erstmalig eine Marksman-Waffe, zählt nicht mehr zu den Sniper-Waffen und hat jetzt wieder, wie ursprünglich hier, Energy Ammo. Und so, jetzt vergleiche ich das hier mal normal. 27 mit Cover 32 auf die Beine, 36 auf Oberkörper, 43, 63 auf den Kopf und mit Cover über 70. Habt ihr gerade gesehen und hier im Doppelschuss, das ist der Doppelschuss, wenn der richtig sitzt, gerade auf den Kopf. Ich finde es extrem heftig. Ich finde, viel muss man der Tatsache, dass diese Waffe ins Care Package geraten ist und was die Waffe jetzt alles Tolles kann, muss man, glaube ich, nicht erzählen. Hier im Cover 150, wenn beide Schüsse aus dem Double Tap sitzen. Ich muss ja sagen, das war früher schon so, als der Double Tap ins Spiel fand, der wurde ja, glaube ich, nach einer oder ich glaube nach zwei Seasons wurde der sogar wieder entfernt, was ein unbeliebter Hop-Up war, der absolut interessant war. Lasst mich mal, um es nicht jetzt hier unnötig in die Länge zu ziehen, lasst mich in den Kommentaren bitte mal wissen, was haltet ihr davon, dass die G7, meine Lieblingswaffe, mit der Flatline zusammen ins Care Package gewandert ist. Ich habe ja nun Season 11 ausgiebig auch auf der neuen Map getestet. Ich hatte nicht einmal das Glück, so oft konnte ich nun auch wieder ein Care Package nicht looten, aber ich hatte, glaube ich, zwei oder dreimal eine Kraber, zwei oder dreimal eine Spitfire oder mal gar nichts drin. Aber die G7, das Glück hatte ich tatsächlich überhaupt nicht, sie mal looten zu dürfen. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was haltet ihr davon, dass diese Waffe jetzt im Care Package ist. Welche hättet ihr euch stattdessen vielleicht ins Care Package gewünscht? So, und nochmal auf die Triple Take. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren. Die Triple Take ist, wie gesagt, wieder eine Marksman-Waffe mit Energy-Munition. Der Vorteil jetzt, wo es keine Sniper mehr ist, haben wir im Aim ein bisschen höheres Movement Speed, damit sich eine Sniper ein bisschen schwieriger und schwer anfälliger anfühlt. Ladies and Gentlemen, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr neu seid, und auch wenn ihr nicht neu seid und schon lange dabei seid und den Abo-Button noch nicht gedrückt habt, würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn ihr das nachholt. Die Glocke am besten aktivieren, den Drittkanal nicht vergessen und auch ein Gameplay auf meinem Zweitkanal. Sollte mittlerweile online sein zum Stand jetzt, wo das Video dann endlich mal online ist. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und ich freue mich auf Season 11 zum Release am 2. November.